Da rechts ist ein Enderman. Aber gegen den möchte ich jetzt nicht kämpfen. Wir können auch erst in eine Festung gehen und Wither-Skelett-Schädel sammeln. Kohleblöcke darf ich nicht vergessen. Ich brauche Knochen und Kohleblöcke. Hä? Da habe ich jetzt irgendwas aufgenommen. Fäden. Auch nicht schlecht. Aber ich brauche hier Spinnennetze und nicht Fäden. Nichts von dem, was er braucht, hat man. Oh, wir hätten so viele Prismarinscherben und alles Mögliche, wenn wir nur damals nicht gestorben wären. Hätte ich gemerkt, dass meine Rüstung, meine komplette Rüstung, alles komplett kaputt gewesen ist. So. Dann wäre das vielleicht nicht so schlimm gewesen. Dann wäre ich vielleicht zurückgegangen. Hätte ich doch nur aufgegeben. Wäre zurückgegangen. Mann. Aber da war es leider zu spät. So. Das kommt da rein, da rein. Da rein. Die Knochen kommen erstmal da. Dann nehme ich. Ich nehme mal ein 64er Stack raus. Nether kann weg. Goldklumpen können weg. Ich habe Pfeile dabei. Nein, da. So, Bruchstein brauche ich. Ich nehme hier wieder 5 mit. 1, 2, 3, 4, 5. So, es wird alles schön geordnet hier. So, Kohleblöcke. Nehme ich hier einfach mal einen ganzen Stack mit. Geht ja. Oh, und ich nehme hier auch nochmal Kohle mit. So, dann. Vielleicht ist die Endertruhe gerade ein bisschen leer. Ja, tatsächlich, da passen zwei Dinge rein. Dann habe ich die Bruchsteinmauer schon mal. Nein, eins passt noch rein. Mist. Ich habe hier den Teppich nicht gesehen. Ja, okay, die Bruchsteinmauer immerhin. So, dann. Das kann man ja jetzt zu Knochen machen. Nein, kann man nicht. Nein, kann man nicht. Hä? Wie macht man Knochen? Wie macht man Knochen? Ach nee, oder? Wie hieß das nochmal? Knochen. Knochenblock, glaube ich, oder? Weil bei Knochen, wenn ich einen tippe, dann. Ja, genau, Knochenblock. Ja, da sieh mal einer her. Machen wir gleich so. Dann habe ich noch 3 übrig. 21 Knochenblöcke. Kann man damit noch irgendwas anderes machen? Die kann man auch wieder zurückmachen, tatsächlich. Das ist ja schön. Dann haben wir hier das Knochenmehl rein. Das wir noch haben. Wisst ihr was? Ich mach mir noch mal was. Ich mache mir jetzt einen ganzen Stack. Also das hat für 21 gereicht. Dann mache ich hol ich mir noch einen dritten. Ich bin jetzt ganz verrückt. So. Ach Mist. Ja. So. Das kommt auch noch da rein. Die 3 Knochenmehl, da hätte ich mir vielleicht auch noch. Oder einer war es, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Hätte ich vielleicht auch noch lassen sollen. Ne, 3 waren es, genau. 3. Das würde jetzt genau ausgehen. Oder hätte ich noch einen. Also es wären tatsächlich dann ein ganzer Stack. Das wäre Hammer.
Dann kommt das einfach dorthin, die kommen mit. Und dann machen wir uns noch diesen letzten Knochenblock. Tja, und jetzt ist es soweit, Leute. Leider, leider hat ab dieser Stelle Outer City aufgehört, meine Stimme aufzunehmen. Das heißt, ich moderiere das hier jetzt gerade nach. Oder besser gesagt, ich mache hier nur eine kleine Aufzeichnung, die dauert vielleicht ein, zwei Minuten, denn ich habe tatsächlich keine Lust, 2,5 Stunden hier aufzunehmen, nachzumoderieren. Es ist echt blöd, die Aufnahme dauert beinahe 3 Stunden. Es sind, glaube ich, 2 Stunden und 45 Minuten oder sowas. Ich habe es auf 8 Folgen verteilt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und naja, von diesen 8 Folgen sind 1,5 Folgen mit meiner Moderation, die restlichen 6,5 Folgen leider nicht. Und ich habe ehrlich gesagt, da ich letzte Woche krank war und jetzt mit meinen Let's Plays hinterherhänge, habe ich nicht so die Zeit, jetzt nochmal 2 Stunden nachzumachen. Das könnte ich zwar schon, ich lade jetzt eine Woche im Voraus hoch, dann würde ich allerdings noch mehr mit meinen Let's Plays hinterherhängen. Das wäre blöd. Und ich habe auch wirklich überhaupt gar keine Lust, jetzt 2 Stunden Minecraft nachzumoderieren. Vor allem, mehr als reden könnte ich da eh nicht. Sachen reden, die ich gerade mache, geht bei Minecraft sehr schwer, weil ich immer wieder das Gleiche mache oder mal wirklich langweilige Sachen. Deswegen mache ich das so. Ich lasse es einfach. Ich werde nicht nachmoderieren. Stattdessen werde ich die Musik ein bisschen laut. Nein, ich kann die Musik nicht lauter stellen. Dann werden nämlich auch sämtliche Soundeffekte lauter gestellt. Fällt mir gerade ein. Mist, blöde Idee. Naja, Pech gehabt. Naja. Jedenfalls ist mir das in letzter Zeit öfter passiert, dass Outer City einfach mal abstürzt. Bei der Witcher 3 Aufnahme letztens. Ich glaube, vor 2 Wochen ist es mir auch passiert. Outer City hat nicht mein Error, stürzt auch nicht ab tatsächlich, sondern nimmt auch weiter auf. Schreibt aber nichts mehr rein. Alles ist nur noch ganz leise. Gar nichts mehr da. Und wenn man dann die Aufnahme speichern möchte, man kann sie exportieren, aber speichern geht nicht. Dann kommt ein Error, dass es nicht funktioniert, weil ich weiß jetzt gerade nicht wieso. Ich habe sie nicht auswendig im Kopf, die Fehlermeldung. Aber dann kommt ein Error. Das heißt, Outer City hat irgendein Problem. Das ist richtig blöd. Ich habe jetzt mal eine neuere Version heruntergeladen. Die neueste, die es gibt tatsächlich. Vorher hatte ich die Version 2.1.1. Jetzt habe ich die Version 2.1.2, also 0.0.1 Version höher. Und das ist aber richtig blöd, denn das ist die neueste Version und die ist bereits über ein Jahr alt. Über ein Jahr. Ich habe mal nachgesehen auf der Homepage von Outer City, die haben tatsächlich eine Liste, eine mehrere Seiten lange Liste, also es ist halt eine Webseite, aber die ist ellenlang. Das wären mehrere DIN A4 Seiten, DIN A5, wenn doch DIN A4 Seiten. Und so viele Fehler hat Outer City offenbar, die bekannt sind, und sie fixen sie nicht. Seit über einem Jahr kommt kein Patch mehr, keine neuere Version, gar nichts. Und deswegen glaube ich langsam, dass die Entwickler aufgehört haben, nach all den Jahren jetzt Audacity heißt ja eigentlich tatsächlich, aber ich habe damals noch, als ich Englisch noch nicht so richtig konnte, habe ich mal Audacity gesagt, weil ich City gelesen, das Ziel war groß, glaube ich. Mal kurz. Bin leider immer noch ein bisschen krank. Habe ich auf das City gesehen und habe halt gesagt Auda und dann City. Und deswegen sage ich nicht Audacity, sondern Auda City immer. Kurze Erklärung. Jedenfalls werde ich mir über kurz oder lang tatsächlich anscheinend eine Alternative für Auda City suchen müssen. Es sei denn, dieser eine Fehler, den ich hier ständig habe oder hatte, der ist tatsächlich in dieser Version behoben worden. Sie haben allerdings auch geschrieben in den Patch-Notizen, dass sie in der Version, die ich mir jetzt runtergeladen habe, sehr stark an einer neuen Funktion gearbeitet haben und dafür sehr viele Bugfixes nicht gemacht haben, was ich sehr blöd finde. Naja. Aber hilft nichts. Also entweder werde ich mir eine andere kostenlose Alternative suchen müssen,
über kurz oder lang. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge machen. Vielleicht habt ihr da was, was genauso gut wie Outer City ist, nur besser. Und das vielleicht sogar eine ungefähr gewohnte GUI hat. Das wäre richtig geil. Ansonsten, was ich auch noch bevorzugen würde, wäre, dass ich mir selbst etwas programmiere. Das würde allerdings dann tatsächlich länger dauern, da ich so viel gerne programmieren wollen würde, dass es auf meiner Liste nicht gerade ganz oben ist. Und momentan noch funktioniert auch. Das ist Outer City, ja. Und ich warte jetzt erstmal, wenn dieser Fehler tatsächlich nicht mehr vorkommt oder zumindest seltener vorkommt, nicht nur alle paar Wochen, / Monate, sondern tatsächlich vielleicht nur noch einmal im Jahr, dann ist es ja okay, dann kann ich aber Outer City bleiben. Ansonsten werde ich mir jetzt eine Alternative suchen müssen und naja, vielleicht nutze ich tatsächlich Camphresa dafür. Camphresa kann ja einen Kommentar aufnehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings hat Camphresa, ist Camphresa ja selbst so richtig scheiße. Ich will von Camphresa ja eigentlich auch wegkommen. Ich finde allerdings nichts, das so gut ist mit Camphresa, dass man aufnehmen kann und rendern kann und so weiter, dass all das macht und das am besten kostenlos wäre. Ich würde dann auch selbst etwas schreiben. So viel. Naja. Naja. Aber das war's jetzt. Jetzt habe ich doch fast 7 Minuten geredet. Ja. Jetzt habt ihr dann die nächsten 6 Folgen kommentarlose Folgen. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Ich persönlich finde es schon richtig blöd. Aber es kann nicht sein. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine neue Version runtergeladen. Hoffe, dass der Fehler in Zukunft nicht mehr auftritt. Und wenn er also am Ende der Aufnahme auftritt und nicht so wie jetzt am Anfang. Ich hatte den Fehler schon ein paar Mal. Tatsächlich schon so 10 Mal oder sowas. Vielleicht so 20 Mal in diesen 4-5 Jahren, die ich Let's Plays mache. Ich weiß, einmal, da ist meine komplette 3-Stunden-Aufnahme von The Witcher 1, damals, glaube ich, war das, kaputt gegangen. Ich habe das nachmoderiert und als Entschuldigung habe ich, glaube ich, sogar 3 Folgen an einem Tag hochgeladen. Würde ich heute nicht mehr machen. Nachmoderieren, also bei einer halben Stunde würde ich nachmoderieren, aber bei 2,5 Stunden, mehr als 2 Stunden sind es, aber da habe ich keine Lust mehr. Also, tut mir wirklich leid, wobei ich jetzt auch schon bei 8 Minuten fast bin. Aber ich hätte immer noch 2 Stunden. Und es ist jetzt 22.32 Uhr und ich habe keine Lust, jetzt noch 2 Stunden aufzunehmen, dann ist es fast 1, bis ich fertig bin. So 12:30, 1:15. Nein. Ich werde auch nicht später nochmal aufnehmen oder so. Ich werde es sein lassen. Also wie gesagt, viel Spaß bei den kommentarlosen Folgen, die jetzt kommen. Ich werde vielleicht sogar wieder eine Serie draus machen. Kommentarlose Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Ist eigentlich eine richtig nette Idee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nicht 7, weil es sind ja nur 6 Folgen. Richtig nette Idee. Vielleicht mache ich das sogar. Naja. Also in 7 Folgen geht es dann mit der nächsten Aufnahme weiter. Mit einer neuen Moderation dann wieder. Hoffentlich ohne Probleme dieses Mal. Und es ist halt so blöd. Outer City stürzt nicht mal ab oder bringt keine Fehlermeldung und irgendwas und macht sich in keinster Weise irgendwie bemerkbar, sondern hat einfach diesen Fehler und fertig. Das ist so richtig blöd. Naja. Aber jetzt bin ich wirklich weg. Also, ciao Leute, bis in 7 Folgen. Thank you.
No.